Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir kochen heute eine unglaublich leckere Suppe, nämlich eine Kartoffellauchsuppe. Die ist sowas von cremig, ein absoluter Traum. Das Ganze verfeinern wir noch mit ein bisschen Speck und Brotcroutons. Ein absolutes Highlight. Und außerdem zeige ich euch noch, wie man ganz schnell eine Gemüsebrühe macht, denn wir kochen das natürlich mit selbstgemachter Brühe. So, und bevor es jetzt losgeht, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr noch meinen Kanal abonniert, dafür auf Abonnieren klicken, die Glocke aktivieren, denn dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade und natürlich kostenlos. So, jetzt aber viel Spaß bei dem Rezept. Für unsere Kartoffellauchsuppe fange ich als erstes mal an mit dem Lauch. Die Enden, wir machen uns auch unsere eigene Brühe selber. Die Enden, die nehme ich nicht für die Brühe, könnte man, aber es ist überall sehr viel Sand drin und den kriegt man so schlecht rausgewaschen. Das am Ende des Tages ist das mehr Wasserverschwendung, die zu waschen, als sie mitzukochen. So, dann nehmen wir für unsere Suppen hier den hellen Teil vom Lauch. Da ist immer viel Sand drin, deswegen müssen wir die gut waschen. Ja, richtig aufschneiden und dann ab in kaltes Wasser und hier zwischen diesen Lamellen gut waschen. So, den Rest. Keine Angst, auch der wird direkt verarbeitet. Hier diesen oberen Teil, das könnt ihr noch mit in die Suppe machen. So, und den Rest schneide ich mir auch auf. Und hier ist am meisten Sand immer drin. Das wasche ich mir jetzt auch gut und das mache ich in meine Gemüsebrühe. So, wirklich gut waschen, denn da sitzt überall viel Sand drin. Den wollen wir nicht in der Suppe. So, ich habe jetzt hier meine Lauchreste für die Brühe. Die habe ich einfach grob klein geschnitten und in einen großen Topf. Dann habe ich hier drei Karotten. Eine brauche ich gleich für meine Suppe. Die mache ich direkt in die Suppe. Die schäle ich mir. Und die Schalen, die können wir auch hier direkt verwerten. Geht alles mit in die Brühe. So, das mache ich jetzt hier im Brühetopf und ihr werdet hier mehr Brühe rausbekommen, wahrscheinlich als wir brauchen für unser Rezept. Das heißt, ihr habt hier auf jeden Fall noch ein bisschen Gemüsebrühe auf Vorrat gekocht. So, Sellerie brauche ich auch einmal ein Stück für die Suppe und einmal ein Stück für meine Brühe. Den habe ich gut gewaschen, denn die Schalen, außer wenn da so schlechte Stellen dran sind, die schneide ich weg. Das packe ich nicht in meine Brühe, aber alles andere kann ruhig mit in die Brühe rein. Nur, wie gesagt, sehr wichtig, wascht den, bevor ihr ihn schält. So, das geht direkt, so wie es ist, in unsere Gemüsebrühe. So, ein kleines Stück nehme ich für meine Suppe. Das schneide ich mir in Würfel. So, das und die Karotte. Karotte nehme ich hier bewusst nicht so viel, weil das natürlich die Suppe sonst färben würde. Reicht mir ja eigentlich so ein kleines Stück. So, dann kommt mir ein bisschen Sellerie hier mit rein. Zwiebel packe ich jetzt hier keine rein, weil wir so viel Lauch drin haben. Das ist meiner Meinung nach jetzt nicht nötig. Aus dem restlichen Sellerie lässt sich wunderbar ein Sellerie oder ein Sellerie-Kartoffelpüree machen. Einfach verdammt lecker. In meine Gemüsebrühe gebe ich jetzt noch drei Lorbeerblätter, knapp einen Teelöffel Pfefferkörner. Dann habe ich den Topf mit kaltem Wasser aufgefüllt, so viel, dass das Gemüse gut bedeckt ist. Dann gebe ich jetzt erstmal nicht zu viel, einen guten Teelöffel Salz dazu. Brühen macht man bewusst immer nie zu würzig, denn manchmal kocht man die noch ein und dann wird das zu salzig. Deswegen erstmal ein bisschen Salz rein und dann kann man später immer noch was dazugeben. So, und dann stellen wir das auf den Herd und kochen es erstmal auf. Was auch noch wunderbar in die Brühe passt, ist Knoblauch. Einfach die Zehen in der Schale. Zwei Stück nehme ich jetzt. Könnt ihr direkt, so wie sie sind, in die Brühe schmeißen. So, dann nehme ich hier noch eine Zehe für meine Suppe. So, eine Zwiebel mache ich auch noch mit rein. So, die Zwiebeln schneide ich grob klein. Da braucht ihr nicht so super fein zu arbeiten. Es wird nachher sowieso alles püriert. Gleiche mache ich mit dem Knoblauch. So, dann habe ich
ich hier noch meinen Lauch, den ich eben gewaschen habe. Auch den schneiden wir einfach grob in Stücke. Man könnte auch so ein bisschen was hier von diesem grünen Lauch aufheben. In kleine Würfelchen schneiden, kurz mit kochendem Wasser einmal abkochen und blanchieren. Genauso Karotten und Sellerie zum Beispiel. Und das habt ihr dann oben. Oder eher Karotten, Sellerie sieht man nicht. Und das könnt ihr oben auch ein bisschen als Einlage auf die Suppe streuen. Ich lasse das jetzt weg, denn ich habe eine andere Einlage noch dafür die Suppe. So, hier habe ich noch ein Kilo geschälte Kartoffeln. Ihr könnt da mehlig kochende nehmen, festkochende. Ich habe jetzt hier festkochende in dem Fall. Die schneide ich mir auch grob klein. So, was ich vergessen habe, was wir noch reinmachen können, ist ein kleines bisschen Öl. Denn wir wollen ja auch unsere fettlöslichen Vitamine hier mitnehmen. Ich habe ein bisschen Olivenöl genommen. So, wenn unsere Brühe einmal kocht, drehen wir die Hitze auf ganz, ganz kleine Stufe runter. Und dann lasse ich die mit Deckel ganz, ganz leicht nur 20 Minuten vor sich hin simmern. Und dann ist die schon fertig. Meine Brühe köchelt vor sich hin, mein Gemüse ist fertig, Kartoffeln, ich habe Zwiebel, ich habe meinen Lauch, Sellerie, Karotte, ein bisschen Knoblauch und das war's auch schon. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Argumente, warum ihr unbedingt eure Brühe selber kochen solltet. Ja, das wichtigste Argument ist erstmal, eine gekaufte Brühe schmeckt nicht. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Wildbrühe, die habe ich angesetzt. Und wie ihr hier sehen könnt, das ist wie ein Wackelpudding, weil da eben die Gelatine aus den Knochen drin ist. Versucht das mal mit einem gekauften Fond, sei das Geflügel, sei das Wild, egal was für ein Fond, Fischfond. Eigentlich sollten die alle bei Kälte gelieren, wenn die über Nacht im Kühlschrank stehen. Tut aber keiner von denen, aus dem einfachen Grund, weil wahrscheinlich viel zu wenig Knochen drin sind, die man bräuchte, einfach um den Geschmack zu bekommen. Daher sind diese fertigen Brühen auch immer extrem salzig, weil da viel natürlich mit Salz und Hefeflocken gearbeitet wird. Also ich empfehle euch wirklich, bevor ihr eine gekaufte Brühe nehmt, kocht diese Suppe wirklich lieber einfach mit Wasser oder macht eben eine ganz schnelle Gemüsebrühe, so wie ich das hier tue. Denn selbst mit Wasser, wenn ihr da einen gekauften Geflügelfond zum Beispiel reinschüttet, ihr macht euch die Suppe meiner Meinung nach wirklich kaputt. Eine Gemüsebrühe ist ruckzuck gemacht. Bis ihr euer Gemüse geschnitten habt, ist diese Gemüsebrühe auch schon fertig und dann könnt ihr damit arbeiten. So, ich gebe jetzt erstmal ein ganz normales Olivenöl in meinen Topf. Ihr könntet auch ein Sonnenblumenöl zum Beispiel nehmen. Wenn das Öl heiß ist, gebe ich mein Gemüse dazu. Die Kartoffeln mache ich noch nicht mit rein. Aber alles andere schon. Dann können wir da ruhig gleich auch ein bisschen salzen. Das Gemüse soll an der Stelle keine Farbe bekommen. Wir wollen es wirklich nur anschwitzen bei wenig Hitze, ohne dass es Farbe nimmt. Dann geben wir die Kartoffeln mit dazu und schwitzen die auch für ein paar Minuten mit an. So, und dann gießen wir das mit der Brühe auf, bis wirklich das Gemüse gut bedeckt ist. Wie man hier sieht, ist noch einiges übrig. Damit können wir eventuell nachher noch ein bisschen die Suppe verdünnen, falls es nötig wird. So, dann gebe ich auch direkt ein bisschen Pfeffer mit rein. Ja, und dann köcheln wir unser Gemüse mit Deckel drauf. Muss jetzt nicht super sprudelnd kochen, leicht kochen, bis einfach alles gar ist. Und dann wird die Suppe püriert. So, die Suppe hat jetzt eine Viertelstunde gekocht. Das reicht meistens, je nachdem wie groß ihr das Gemüse schneidet. Die Kartoffeln brauchen eigentlich immer am längsten. So, ich verfeine das Ganze jetzt noch ein bisschen mit Schmand. Ihr könntet aber auch ein bisschen Sahne reingeben, also so etwa 200 Milliliter. Ich habe jetzt hier 200 Gramm Schmand. So, dann kochen wir die Suppe noch einmal auf. So, und wenn sie aufgekocht hat, können wir die Hitze schon runterdrehen. Und jetzt müssen wir sie pürieren. Ich püriere sie jetzt im Mixer. Ihr könnt aber auch einfach einen Mixstab reinhalten. Ich möchte es ein bisschen feiner und cremiger haben. Deswegen benutze ich jetzt hier einen Mixer. Wichtig ist, macht den Mixer nicht zu voll, damit euch die Suppe da nicht heiß aus dem Deckel rausspritzt. Also wirklich höchstens 3/4 voll machen, Mixbehälter. So, fertig ist die Suppe. Jetzt hier 4 Liter Suppe von einer traumhaften Konsistenz, super cremig. Brauche ich auch nicht verlängern noch mit Brühe.
ist so, wie sie ist, perfekt. Die müsst ihr jetzt bei Bedarf noch ein bisschen abschmecken mit Salz, Pfeffer. Wer möchte, ein bisschen Muskatnuss. Also hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer mache ich auch dran. So, um die Suppe jetzt perfekt zum Anrichten zu machen, machen wir jetzt noch ein paar Speck- und Brotcroutons dazu. Die Brotcroutons nehme ich einfach ein helles Weißbrot, schneide die Rinde runter. Ist perfekt, zum Beispiel, wenn ihr so ein paar Brotreste da habt. Ne? Das ist jetzt hier schon 2 Tage alt, das Brot. Ist jetzt nicht mehr wirklich super frisch. Aber für Croutons ist das perfekt. Und wenn ihr zum Beispiel kleine Kinder zu Hause habt, jedes Mal, wenn ich Suppe mit Croutons mache, meine kleine Tochter liebt es, tatsächlich wahrscheinlich hauptsächlich wegen der Croutons, aber die Suppe wird dann auch mitgegessen, auf jeden Fall. So, die schneidet man dann einfach in Würfel. Für die Croutons gebe ich zuerst ein bisschen Olivenöl in die Pfanne, dann ein gutes Stück Butter. Dann können wir das noch ein bisschen aromatisieren mit einer angedrückten Knoblauchzehe und ein bisschen Rosmarin oder auch Thymian. Wenn die Butter dann gut aufgeschäumt hat, dann geben wir unser Brot dazu. Meistens braucht es auch noch ein klein bisschen Salz. Und dann braten wir das schön an, bis die Croutons richtig schön knusprig sind. Und wenn sie wirklich Farbe haben und knusprig sind, geben wir sie direkt auf einen Teller mit einem Küchentuch drunter, damit das überschüssige Fett aufgesaugt wird. So, meine Croutons sind fertig, meine Speck-Croutons auch. Dafür habe ich einfach einen schönen Speck, in dem Fall habe ich Pancetta genommen, in Würfel geschnitten, dann mit ein bisschen Öl schön angebraten, das Fett ausgelassen und dann den Speck, wenn er ein bisschen Farbe hat, direkt in das Sieb gegossen, damit das überschüssige Fett abtropfen kann. So, was wir jetzt noch brauchen, ist ein klein bisschen frischer Schnittlauch und das war's. Kleiner Tipp zum Lagern von Schnittlauch. Der hält sich am besten, wenn ihr den in ein feuchtes, leicht feuchtes Küchentuch oder auch einfach ein Küchenpapier wickelt und ab in den Kühlschrank. Dann hält er sich für ein paar Tage, wenn das Tuch immer feucht ist, frisch. So, Schnittlauch. Für Schnittlauch schneiden brauchen wir unbedingt ein scharfes Messer. Und dann sollte man das mit wenig Druck wirklich schneiden dabei, denn sonst riecht das immer sehr nach Zwiebel. So, wenn ihr es hinbekommt, schöne kleine Röllchen. Wenn nicht, dann eben nicht. So, dann müssen wir diese Panne noch anrichten. Wunderschön cremig. So, darauf verteile ich ein paar Croutons. Ja, und damit habt ihr wirklich eine wunderschöne, entweder eine Vorspeise zu einem Menü oder aber auch einen wunderschönen Hauptgang einfach. Frischer Schnittlauch. Einfaches Essen, aber wirklich auf hohem Niveau. So, jetzt probieren wir die leckere Suppe. Die schmeckt im Übrigen auch ohne alles sehr gut, aber diese kleinen Einlagen machen wirklich ein Highlight aus der Suppe. Lecker. So, so lecker. Kartoffellauchsuppe ist so eine schöne Suppe. Perfekte Suppe jetzt im Winter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kocht es nach, die Suppe ist wirklich der absolute Hit. Und wenn dem so ist, gebt mir noch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und schaut auch gerne mal bei Facebook und bei Instagram vorbei. Dann sage ich tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.